Also witzigerweise habe ich als Kleinkind schon Schindlers Liste gesehen. Und als dann meine Eltern, wir sind dann mit sechs, als ich sechs war, kam das Thema auf, dass wir nach Deutschland ziehen werden. Und meine Reaktion war dann schon so, ja, aber ist das nicht der Ort da, wo die Nazis herkamen aus Schindlers Liste? Und dann haben halt meine Eltern halt gesagt so, nein, nein, das ist lange her und damit hat es sich das eigentlich erledigt. Aber in Saarbrücken ist es schon natürlich aufgefallen, wir sind nach Saarbrücken gezogen, dass vor der jüdischen Gemeinde Polizisten standen. Und ja, also es war sichtbar, dass das jüdische Leben nichts Normales ist. Also ich kann jetzt nicht für alle sprechen, für mich kann ich sagen, da ich eben nicht auf der Straße identifizierbar bin, im Alltag fühle ich mich sicher. Wenn ich zu laut jüdische Musik, hebräische Musik auf Schallplatte höre, habe ich manchmal ein mulmiges Gefühl. Wenn Handwerker in die Wohnung kommen und sie sehen vielleicht ein paar Indizien, dass ich Jude sein könnte, habe ich auch ein ungutes Gefühl. Das hatte ich aber auch lange, bevor das Attentat in Halle passierte. Wenn man das aus der jüdischen Perspektive Deutschland sieht, dann trifft man irgendwie jeden Tag auf irgendein Thema, das eben mit der Nazi-Vergangenheit zu tun hatte und dadurch ist es immer da. Und daher kann ich nicht sagen, dass ich mich vor Halle sicherer gefühlt habe und jetzt nach Halle unsicherer fühle. Wer vor der jüdischen Gemeinde steht, sei es an einem großen Feiertag oder nicht, der wird einfach eine Mauer sehen. Und Stimmen aus dem Gebäude hört man kaum. Also für den Attentäter war es vollkommen unklar, sind da Menschen überhaupt drin? Für ihn war aber klar, das ist ein jüdischer Ort. Den greift er an. Da wirft er seine selbstgebauten Bomben hin. Und deswegen war es kein Anschlag gegen uns alle. Es war ein Anschlag gegen jüdische Menschen. Schutz für uns alle bietet die Polizei. Aber in diesem Moment hat zum Beispiel die Polizei keinen Schutz für die besonders bedrohte jüdische Gemeinde geboten. Und mit so einer Verallgemeinerung wird man dem speziellen Bedarf von Minderheiten, die halt in Deutschland sich aufgrund ihrer nicht ablegbaren Eigenschaften unsicher fühlen, nicht gerecht. Dass jemand Stolpersteine mit Teer begießt, kaputt macht, dass jüdische Friedhöfe angegriffen werden, Hakenkreuze da dran gemalt werden, das ist leider Alltag in Deutschland. Und daher glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass irgendwas, was jetzt in der Halle passiert, wenn es nicht tatsächlich an der Wurzel, wie wir uns als Gesellschaft verstehen, anpackt, irgendwas verändern wird. Wir haben halt in Deutschland ein großes Problem, das uns irgendwie mit den Minderheiten zu identifizieren, weil dann auch natürlich wir ganz anders denken würden. Wir würden nicht irgendeine Debatte führen, ob es richtig ist, nur Schweinefleisch in Kantinen zu servieren, wenn wir von vornherein uns nicht als schweinefressendes Land per se definieren würden. Ich kenne viele jüdische Menschen, die bei vielen, vielen Situationen eben dann sagen müssen, sorry, ich esse halt kein Schweinefleisch. Ich würde jetzt gerne, keine Ahnung, ich bin gerade mitgenommen, weil Raketen auf Israel fallen. Und dann halt die anderen Leute denken so, oh, okay, krass, dass du mir das jetzt dein Fremdsein sozusagen aufzwingst, weil es eben kein natürliches Miteinander gibt von Unterschieden. Es müsste halt normal sein, dass man auch in Deutschland jüdische Feste kennenlernt. Aber das trifft halt nicht nur auf jüdische Menschen zu, also, sondern auch auf andere religiöse Minderheiten in Deutschland. Das Schöne daran, wenn man das so sieht, es ist halt ja, einfach der direkteste Ausdruck jüdischen Lebens, der möglich ist, weil es ist jüdische Kultur und durch Kultur lebt halt das Jüdische fort. Und es ist halt schön, dass mein Bauchgefühl ist, dass hier eine super kleine Minderheit jüdisch ist. Die meisten sind einfach Freundinnen und Freunde der jüdischen Kultur. Und das ist halt auch daher ein sehr schönes Zeichen.